Mart, seid ihr hübsch schön. Na, ich habe euch ja versprochen, dass ich euch hier so ein bisschen auch über die Jahreszeiten mit dem Terrassenteich begleite. Fische, habt ihr im letzten Video gesehen, sind abgefischt worden, soweit es ging. Sollte noch jetzt etwas verblieben sein, neben den Medakas, die ihr seht. Sind sie höchstwahrscheinlich nicht mehr da. Was man aber ganz cool sieht, unsere Zwergarnelen, die tun es auch noch bei den Temperaturen. So, wir haben jetzt Wassertemperatur von deutlich sinkend. Ihr seht auch den hohen Neidwert für draußen Wasser. Das liegt vermutlich daran, dass hier irgendein größeres Tier reingeschissen hat. Dadurch auch unter anderem die Algenblüte. Das Wasser hat jetzt 14 Grad, Tendenz sinkend. Ja, keine Ahnung. Das kann sein, dass wir noch bis auf 13 Grad kommen. Man weiß es nicht genau. Den Medakas geht's gut. Tatsächlich. Die Medakas können diese Temperaturen auch ab. Das ist nicht so schlimm. Morgens, wenn es richtig kalt ist, kann man sie schön beobachten, wie sie unten immer eher am Grund sind, weil das Wasser dort wärmer ist. Tagsüber, vor allem wenn die Sonne kommt, kommen sie hoch und sind an der Oberfläche. Holen sich noch ihr Vitamin D, Nahrung. Ihr seht hier auch noch jede Menge Algenwasser. Die habe ich einfach drin gelassen, denn auch da halten sich die Tiere permanent auf, wenn man so will. Vielleicht ist das auch noch eine kleine Wärmequelle. Ja, die Pflanzen sind langsam eben erst alle hinüber. Die Gräser haben nochmal einen schönen Schuss getan. Wie heißen die? Blutgras, genau. Wächst noch schön und verbreitet sich auch zwischen die anderen Pflanzen. Die Rotala Super Red ist auch drin und auch die ist ohne CO2 super red. Die Sessiflora wächst auch, vermehrt sich auch, habe ich auch noch ordentlich geschnitten. Der Javafarn sieht man nicht so gut. Hält sich. Mal gucken, ob der den Winter übersteht. An Schnecken sind neben den Yoda-Schnecken auch noch mit den Pflanzen wahrscheinlich ein paar Turmdeckelschnecken reingekommen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie die sich machen, ob die den Winter gut überstehen. Und dann werde ich im Frühjahr auf jeden Fall wieder eine große Putzaktion machen. Und mal gucken, ob ich die Töpfe klebe, nochmal neu mache und auch, ob ich die Körbe hier nochmal komplett neu setze. Ja, ich bin gespannt, wie der Winter wird, wie es sich ergibt. Und werde euch mit auf die Reise nehmen. So viel aber erstmal zum Herbst. In diesem Sinne, frohes Halloween.